So, gut, dann machen wir hier mal weiter mit dem eigentlich Philosophischen. Dann kommen wir wieder weg ein bisschen von dem psychischen Hintergrund und dem biografischen. Weil Hölderlin sich immer wieder vom Nichts oder von Erstarrung durch Kälte bedroht fühlte, war er für Fichtes Philosophie auch so empfänglich. Denn sie hatte jenseits ihrer logischen Subtilitäten etwas Mitreißendes. Fichte ermunterte zur energischen Selbstergreifung ohne Wenn und Aber. Also er hat in Fichte sozusagen seinen Retter gesehen, ne? Oder seinen Lehrer, der ihn dort zurückführen sollte, wo er sich verloren gegangen ist. Und nicht umsonst oder nicht zufällig geht es ja bei Fichte sehr um das Ich. Und da schreibt Safranski, für Hölderlin ist das mehr als eine abstrakt-philosophische Überlegung. Es verbirgt sich darin ein existenzielles Problem. Ja? Also die Philosophie als Ausdruck der existenziellen Not und nicht etwa als Gedankenspielerei, oder bestmögliche Erfassung, gedankliche Erfassung der Welt. Ja? In guten Momenten fühlt er sich stark, mit Leben erfüllt, in einem euphorischen Sinne Seins verbunden. Dann aber spürte er alles Leben aus sich entweichen. Er entgleitet sich selbst und er fühlt sich als nichts, was ihn mit einem Gefühl der Panik zu lebensrettendem Widerstand anstachelt. Und da hatte ich so richtig so Lebenspanik, dass nichts funktioniert und dass ich nichts schaffe, dass ich irgendwie mein Leben meistern muss. Das fällt mir so schwer, das ist sowieso so utopisch irgendwie, dass ich das schaffen kann, alles. Für Schelling war die Philosophie freies Handeln und das war es für Hölderlin eben nicht. Das wirklich freie Handeln geschieht bei ihm woanders, nämlich in der Poesie. Schelling konnte virtuos mit Begriffen spielen, doch sein Spiel war angetrieben vom existenziellen Verlangen, den Einheitspunkt des Lebendigen zu finden und damit den Dualismus zwischen dem gelebten und dem erkannten Leben zu schlichten. So, jetzt will ich mal zu dieser Subjekt-Objekt-Frage kurz zurückkommen. Da zitiere ich mal aus meinem eigenen Buch, Die Wahrheit, Sie sagen und in Ihr Leben. Ich werde das hier ans Ende dieses Videos stellen. Das gesamte Zitat, weil das jetzt hier den Fluss unterbrechen würde. Dieser Antrieb war identisch mit dem Willen des Subjektes. Er war der Antrieb, der objektive Aspekt dessen, was sich im Subjekt als Wille, als Bedürfnis, als Wunsch manifestiert. Es hatte sich also auch das Subjekt Objektproblem in Luft aufgelöst. Also auch dieser Schelling war natürlich sehr weit schon. Ne? Der hat zwar dann nicht diesen Schritt ins Transphilosophische mitgemacht, wie Hölderlin, aber er war sehr weit schon. Also Schelling war auch niemand, der nur mit Begriffen gespielt hat. Ne? Gespielt ist es ein Euphemismus. Ne? Das ist ja ein einziger Krampf immer, diese ganze Begrifflichkeit. Ne? Das ist ja eine unendliche Aufgabe, sondern seine Philosophie bestand in einem existenziellen Verlangen. Jetzt kommen wir auf einen wichtigen Begriff bei Hölderlin, das ist das Exzentrische. Das ist ein bisschen überraschend, wir werden gleich sehen, warum. Das Außerordentliche, schreibt Safranski, im Hyperion sollte die Geschichte eines exzentrischen Lebensversuches sein. In einer Vorbemerkung gibt Hölderlin eine Erläuterung dieser Exzentrizität und damit sogleich des ganzen philosophisch hochambitionierten Romankonzeptes. Exzentrisch, schreibt Safranski, ist die Bahn, weil sie vom Zentrum, also der vollkommenen Übereinstimmung mit sich selbst, wegführt. Hingestellt und nicht abgeholt und einfach in die Umlaufbahn geschickt und nu funktioniere mal, nu mach mal. Dieses ganze Falsche, alles das, was falsch und verkehrt ist. Scheiße, ja. Oh
Gott, ist das alles ein Scheiße, ein schlimmer Scheiße. Es ist dies nicht nur die Entfremdung von sich selbst, sondern auch von der ursprünglichen Natur. Seitdem renne ich dann neben der Spur. Wenn ich hinter die Stahltür kommen würde, da würde ja dann so meine Bahn, mein Weg plötzlich freigelegt sein. Der Zustand der Nicht-Entfremdung wird als Einfalt charakterisiert. Einfalt, hört ihr den Begriff, der ja übrigens dann später auch bei Wagner wieder vorkommt, oder? Im Parsifal. In genau diesem Sinne nennt der moderne philosophische Anthropologe Helmut Plessner, wie vormals Hölderlin, den Menschen generell ein exzentrisches Wesen, das ohne hinreichende Instinktsteuerung seine Mitte und damit seine Selbstzentrierung immer aufs Neue erringen muss. Es geht also immer wieder um die Erringung dieser Mitte. Und wenn die Instinktsteuerung nicht mehr hinreichend ist, dann schätze ich, müssen diese Instinkte neu aktiviert werden. Und das bringt uns jetzt zu Kleist und zu dessen Aufsatz über das Marionettentheater. Denn auch bei Kleist ist, wenige Jahre nach Hölderlins Hyperion-Fragment, vom Verlust des natürlichen Mittelpunktes, von der Exzentrizität also die Rede. Auf die Bahn geschickt wurde von meinen Eltern oder sonst jemanden. Ich musste irgendwie funktionieren als Puppe, als Maschine, aber nicht wirklich als lebendiges Wesen oder als ich. Wo sich die Seele in irgendeinem anderen Punkte als in dem Schwerpunkt der Bewegung, heißt es bei Kleist. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, bin ich nicht. Und das ist die Wahrheit und das muss ich erstmal sagen können, sowas. Und diese ganze Grübelei und dieses ganze Vergeistigte, das ganze, die ganze Träumereien und das ist da. Ich bin dann nur noch, ich bin nur ein Träumer oder nur noch eine Puppe, die träumen kann. Ja, das bin ich, ja. Und die irgendwie Gedanken hat, die sich im Kreis drehen. Ja, es dreht sich irgendwie alles immer im Kreis. Aber die Lebendigkeit ist überhaupt nicht mehr da. Dieses einfach, dieses unmittelbare Fühlen, dieses unmittelbare Dasein, das ist überhaupt nicht da. Da ist nicht nur die natürliche Grazie zerstört, da beginnt überhaupt das Drama der Selbstentfremdung. Dann ist er auf eine Bahn gebracht worden, auf eine Umlaufbahn im Weltall draußen. Ganz weit weg von dem, von der es kein Zurück mehr gibt. Dann bist du nur noch eine Puppe, wie eine Eisenbahn, auf so einem Gleis, auf eine Bahn. Dann fährst du irgendwo los, völlig sinnlos, völlig egal, wo du bist, auf welcher Bahn, wo dich die Bahn hinbringt, ist völlig egal. Dann bist du nicht mehr da und dann ist es dir auch egal, wo man dich hinsteckt oder bringt. Dann ist völlig wurscht alles. Und diese sei unvermeidlich, seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben. So wie die göttliche Liebe die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, so bewahrt die Erfahrung, geliebt und damit bejaht zu sein, vor dem Nichts. Das ist der Idealzustand, ein Etwas zu sein, jemand zu sein und nicht ein Nichts. Einem solchen Glauben gegenüber ist das Denken dann letztlich sekundär. Das bezieht sich auf Spinoza. Spinoza aber verließ sich ganz und gar auf das Denken. Also der junge Hölderlin kritisiert deshalb Spinoza. Und genau das ist der Punkt, an dem Hölderlin sich von Spinoza trennt. Denn er mochte auf das tragende Gefühl der Liebe nicht verzichten. Wenn ihn auch beeindruckte, wie Spinoza die Natur als Einheit von Geist und Materie, Gott und Welt begriff. Also auch da schon diese Einheit, diese Ganzheit, die aber am Ende nicht ausreicht. Es reicht nicht aus, wenn ich ein guter Philosoph werde. Jetzt Safranski weiter. Zum zweiten Mal vom Baum der Erkenntnis essen, um die verlorene Einheit wiederzufinden? Das nannte Hölderlin die höhere Aufklärung.
welche den Widerstreit zwischen dem Subjekt und dem Objekt, zwischen unserem Selbst und der Welt zu schlichten mag. Nun, das sind wichtige Gedanken. Ich bin allerdings der Meinung, man muss nicht um die Welt herumgehen und ein zweites Mal vom Baum der Erkenntnis essen, sondern man muss an die Instinkte rangehen, die Instinkte anbohren, anzapfen. Einerseits schäme ich mich dafür, aber andererseits weiß ich ja ganz genau, dass das meine Erlösung ist oder der einzige Ausgang. Die geben einem wieder dann das Gefühl der Zugehörigkeit und der Einheit und in Kontakt mit seinem natürlichen Mittelpunkt zu sein, also sich nicht mehr exzentrisch zu empfinden. Es geht also im Kontrast zur Exzentrizität um die Intrinsizität und um die Übereinstimmung alles dessen, was ich bin. Ich muss also zurück auf meine eigene Bahn und nicht auf der falschen Bahn bleiben, auf die ich gekommen bin. Eins ist klar, ich bin jetzt da. Ich bin da. Ich weiß das, dass ich da bin. Da gibt es kein Zurück mehr. Ich habe ein Gefühl dafür, dass ich es mit etwas Realem zu tun habe. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass ich mehr oder weniger zufrieden bin mit mir selber. Und ich weiß auch, dass es Situationen gibt, die ich genieße und solche, die ich nicht genieße. Und ich weiß auch, dass ich eigentlich nur sowas erleben will, was ich genieße. Das weiß ich. Und hier heißt es von einer weiteren Fassung des Hyperion-Romans. Hyperion beginnt mit der Klage, dass sich ihm die Wahrheit, verstanden als erfüllte Einheit mit dem Leben, entzieht. Also die Wahrheit ist die erfüllte Einheit mit dem Leben. Was folgt daraus? Dass die Wahrheit uns dahin zurückbringt. Und auch wenn die Wahrheit immer nur begrenzt ist oder nur sehr dünn ist, ja, oder nur wir wenig Wahrheit über uns haben zunächst, die Wahrheit, die wenige Wahrheit, die muss ausgebaut werden. Die müssen wir verfolgen. Also Fichte als Unterstützer, ja, des wahren Selbstes. Deswegen hat er sich dem Fichte so hingezogen gefühlt, ja, und ist Teil dieses Kreises um Fichte geworden. Aber die Philosophie bringt nicht die erwünschte oder ersehnte Lösung. Er schreibt hier an Schiller: Ich friere und starre in dem Winter, den hat man ja vorhin schon mal gehört, der mich umgibt. So eisern mein Himmel ist, so steinern bin ich. In diesem Brief findet sich das für Hölderlins Verhältnis zum Philosophieren höchst aufschlussreiche Bekenntnis, schreibt Safranski. Zitat Hölderlin: Das Missfallen an mir selbst hat mich in die Abstraktion hineingetrieben. Das ist so schrecklich, diese Bedeutungslosigkeit und diese Gefühllosigkeit. Einerseits finde ich das traurig, aber ich fühle keine Traurigkeit. Ich fühle gar nichts. Das, womit er selber nicht zufrieden war, also im Prinzip seine Not, das ist das, was ihn zum Philosophieren treibt, wo er von der Philosophie Hilfe sich verspricht. Und da begibt er sich aber nur in die Abstraktion hinein. Ne? Auch selbst die Traurigkeit kommt so selten. Ja. Das Einzige, was Sinn hat, ist das einfach alles so zu akzeptieren, wie es ist.
Auch diese ganze Bedeutungslosigkeit, die Sinnlosigkeit, die völlige Gefühllosigkeit, alles grau, nichts mehr von Lebenslust oder Helligkeit oder Buntheit oder so, nichts mehr. Und in einem anderen Brief bekennt er seine Neigung, so Safranski, sich in Abstraktionen verstricken zu lassen, immer dann, wenn er mit sich selbst uneins sei. Und da heißt es hier weiter: Nun waren die letzten Monate in Jena ganz der Philosophie gewidmet. Das wäre demnach, schreibt Safranski, eine Periode der Selbstentfremdung gewesen, die er am Ende nicht mehr ausgehalten hätte. Und offenbar besteht da ein Zusammenhang zwischen dem und Seltenheit von Liebe und der Lieblosigkeit in meiner ganzen Familie. Und deswegen kann ich das gar nicht glauben. Oh, ist alles ein riesiger Unglaube und das Gegenteil von Selbstbewusstsein. Ja, Selbstentfremdung oder Verlust. Oh. Man kann es auch als unbewusst, kann man es auch sagen, das Gegenteil von Bewusstsein, Unbewusstsein. Ich bin da nicht da, ich kenne mich nicht, ich habe kein Bewusstsein von mir selber. Die Flucht aus Jena, also eine Flucht vor der Philosophie, vor einer Philosophie aber, die ihn im doppelten Sinne fesselt. Sie zieht ihn an und raubt ihm gleichzeitig die Freiheit. Sie zieht ihn an als Therapie, aber er bleibt gefangen in dieser Abstraktion und versucht es immer, immer wieder krampfhafter mit Philosophie aus der Malesse herauszukommen. Und das sagt er auch selber in einem Brief an Niethammer, Zitat Hölderlin: Die Philosophie ist eine Tyrannin und ich dulde ihren Zwang mehr, als dass ich mich ihm freiwillig unterwerfe. Also er wollte das gar nicht. Ja? Das war ein Krampf, ein Zwang. Er ist da drin hängen geblieben. Und der Ausgang daraus, aus diesem Krampf, das war der Mythos und die Poesie, anstatt Philosophie. Das war schon ein wichtiger Schritt. Wenn Hölderlin von der Philosophie geflohen war, schreibt Safranski, so nicht deshalb, weil er sich von ihr abgestoßen gefühlt hätte, sondern weil sie ihn nicht losließ. Er konnte sich von den Gedanken, die in seinem Kopf so widersprüchlich herumgingen, nicht so einfach verabschieden. Sie gingen ihn zu viel an. Er konnte nicht von ihnen lassen, doch auch nicht ihre Spannungen auflösen. Verschiedene Linien, und das ist jetzt ein Hölderlin-Zitat, verschlingen sich in meinem Kopf und ich vermag sie nicht zu entwirren. Heißt es in einem Brief an Niethammer, worin er seinen verwirrten Zustand zu beschreiben versuchte. Na, ich weiß auch nicht, ob ich recht habe oder wer recht hat. Ich bin total durcheinander. Solche Gedanken strömen dann auf mich ein. Und am Ende weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll damit. Aber am wichtigsten für mich ist jetzt erstmal zuzugeben bzw. darüber zu sprechen, wie sehr konfus ich bin. Dass ich überhaupt erstmal nur
einfach nur meinen Zustand beschreiben darf oder kann. Dass ich überhaupt mir die Zeit nehmen darf und überhaupt einfach nur sagen kann, ich bin so konfus, bin so durcheinander, dass es mir schon so gut tut, dass ich überhaupt sagen darf und kann, wie es mir eigentlich geht. Ja, und ich darf auch nicht mich unter Druck setzen, dass ich jetzt selber unbedingt nun diese Konfusion jetzt aufdröseln muss. Nee, das ist mir scheißegal erstmal. Das Wichtige ist erst, ist, dass ich in der Konfusion bin. Überhaupt mich selber so sein zu lassen, wie ich bin, das ist erstmal wichtig für mich. Dass mir alles viel zu viel ist oder dass so viel auf mich eindrängt und ich rumrenne mit so einem Berg an, weiß ich nicht, Gedanken. Was hat sich da in seinem Kopf so verwirrt, dass er es in Jena bei den Philosophen offenbar nicht mehr aushielt? Es sind philosophische Probleme, die von der kantischen Revolution der Denkungsart aufgeworfen werden, die für Hölderlin nicht nur von akademischer, sondern von existenzieller Bedeutung sind. Es ist natürlich nicht die Philosophie, die Tyrannen, sondern es ist sein eigener Zustand, der tyrannisch über ihn herrscht. Immer wenn irgendwas, ich was will, dann höre ich immer eine Stimme, na dann mach's doch einfach. Und diese Stimme, die mir aber sagt, na mach's doch einfach, die vergisst sozusagen, dass ja auch der andere, der negative Teil in mir, dass der ja wirklich da ist. Weil ich höre immer diese Stimme, dann mach's doch einfach. Quatsch nicht so blöde rum. Das kann doch gar nicht wahr sein, was du sagst. Wenn es wahr wäre, würdest du doch einfach das tun dann. Und diese Stimme ist eigentlich nichts anderes als meine Mutter, die das sowieso gar nicht interessiert. Ja, das ist jetzt so wieder dieses Durcheinandergebringe, dass die uns durcheinander gebracht hat. Du sitzt am Ende da und bist vielleicht konfus. Genau, ich habe das sozusagen übernommen oder so. Scheißdreck! So, und dann, wenn ich soweit bin, dann kommt eine andere Stimme, die sagt, nö, wenn das so wäre, dann würdest du doch einfach, wenn du leben willst, dann würdest du doch leben, dann leb doch einfach, sagt er mir, der Gedanke. Und dann sage ich, aha, okay, stimmt. Stimmt, dann ist das alles falsch oder was? Oder dann, ja, dann ist das alles falsch, offenbar, was ich will. Oder beziehungsweise, ich bin völlig perplex oder völlig konfus in dem Moment dann. Ja, Scheißdreck! Ich weiß! Das ist, was mich wahrscheinlich immer so in Schach hält oder in dem Scheiß-Status quo immer behält. Ganz ehrlich mal jetzt, ganz ehrlich, ohne Quatsch mal jetzt. Ich glaube dieser anderen Stimme. Ich glaube nur dieser anderen Stimme. Nur auf die höre ich. Ja, und die hält mich wirklich, wirklich, das kann man so sagen, die hält mich eigentlich da gefangen und die Stimme sagt dann, das ist alles Quatsch. Es gibt nicht so eine Stimme. Du würdest doch ganz einfach, wenn du, weiß ich, am Ende bin ich völlig durcheinander. Ich habe ja die Schnauze voll davon, da rumzusitzen und nicht zu wissen, was ich machen soll. Um verloren zu sein, keinen Kopf mehr zu haben. Und dann, ich will ja auch irgendwas Schönes erleben und was anderes erleben oder was Gutes und was Schönes und Geiles erleben. Kann ja nicht immer so weiter so verschlossen sein. Aber das Wichtige hier für uns in diesem Zusammenhang ist, dass er das so empfindet, dass er da also skeptisch gegenüber der Philosophie wird. Dass er ihr das nicht zutraut, seine Zerrissenheit zu heilen, zu lösen. Und darin liegt natürlich der Schritt in die Poesie an der Stelle. Safranski schreibt, Hyperion schildert also drei Ekstasen. Doch jedes Mal entziehen sich diese Momente der beglückenden Übereinstimmung. Ich erinnere daran, Übereinstimmung ist eine zentrale Vokabel bei Hölderlin. Dass ich ja hier daneben stehe und da ist der andere, der richtige Peter, und dass ich da hingehen sollte und den zum Leben verhelfen sollte. Jetzt Zitat Hölderlin. Es war mir unmöglich, sie festzuhalten. Ruhig fortzusinnen. Safranski weiter. Er muss weiter nach Wahrheit suchen. Wahrheit, Hölderlin-Zitat.
nach einer Wahrheit nicht nur der Erkenntnis, sondern des Lebens. Gesucht wird das gelingende Leben. Hieraus spricht, dass Hölderlin sehr weit war und dass das ein guter Beginn war, nämlich in dieser Wahrheit. Und auf dem Weg der Wahrheit liegt der Weg zurück ins Zentrum. Und darum, um das Leben gelingen zu lassen, verlässt er sein Vaterland, um jenseits des Meeres Wahrheit zu finden. Und das ist natürlich nur Holzweg. Ja? Denn dieses Zurückkommen zur Übereinstimmung und zum Zentrum hat ja nichts mit Geografie zu tun. Das kann man nur bei sich selber finden. Entsprechend schreibt Safranski weiter, er wird sie auch dort nicht finden. Und entsprechend empfindet sich dieser Hyperion als ein Wesen der Dämmerung zwischen Licht und Finsternis. Dieser andere Teil in mir, der ist so stark. Der will immer nur Dunkelheit, der will nur... Der will, was weiß ich, der will gar nichts, der will nur Dunkelheit und Sumpf und Sinnlosigkeit und Sterben und nichts will der. Dass ich zwar irgendwo einerseits weiß, wie das Leben sein müsste und B, dass alles andere eine Verarschung ist, das weiß ich ja irgendwo, aber wieso... Wieso bleibe ich trotzdem dann immer wieder in diesen Sumpf hängen? Immer wieder. Wie kommt es, dass ich einerseits so was Gutes empfinde, mich gut gefühlt habe und dann plötzlich aber nicht mehr? Und dann war ich plötzlich in dem Sumpf wieder drin. Das ist immer die Schwebe. Hölderlin ist auf einem gewissen Weg, aber er kann weder durchbrechen nach vorn noch zurückgehen. Das ist irgendwie wirklich wie verhext oder so. Da ist so viel dazwischen noch, zwischen mir und dem, wie es sein sollte. Und diese ganze dunkle Seite an mir. Aber das Ding ist, ich darf nicht von dieser dunklen Seite sprechen. Ich darf es nicht. Weil das unlogisch ist. Ich kann diese dunkle Seite nicht, letzten Endes doch nicht wahrnehmen. Ich kann die nicht mal wahrnehmen. Ich weiß, dass sie da ist, aber... Ich kann die nicht mal wahrnehmen, ich kann die nicht problematisieren, weil eine andere Stimme mir sagt, das ist unlogisch. Logisch ist, wenn du das wahrnimmst und es dich stört. Wenn das wirklich so ist, dass dich irgendwas stört, dann geh doch einfach vorbei oder geh doch einfach drüber weg. Und das ist die Logik, die mich beherrscht. Ich sink in den Sumpf zurück, ich gehe nicht da weiter. Ja, stimmt eigentlich. Wenn diese Stimme recht hätte, dann würde ich doch weitergehen auf der Lichtseite oder auf der guten Seite. Das mache ich doch aber gerade nicht. In dieser Zwischenwelt ließe es sich aushalten, wenn nur nicht diese Unruhe wäre. Du kommst zu keiner Ruhe, wenn du da stehen bleibst. Diese ewige, andauernde Unruhe. Ich bin immer so hektisch und so schnell und das frage ich mir dann da und oder ich sage mir, Mensch, eigentlich willst du doch ruhig sein. Eigentlich willst du doch gelassen sein und ich weiß, dass es irgendwie Blödsinn ist und dass ich ja eigentlich ruhig sein könnte und auch will. Ich renne immer rum und alles muss immer ganz schnell gehen. Ich kann mir gar nicht anders vorstellen, dass irgendwas auch langsam gehen kann. Alles muss immer so schnell gehen. Und dann gibt es einen letzten Brief in diesem Briefroman Hyperion. Und dieser letzte Brief endet mit der Schilderung einer Szene, schreibt Safranski, die ihm wie eine Parabel des eigenen Lebens erscheint. Und zwar... Der letzte Satz lautet, es muss heraus das große Geheimnis, das mir das Leben gibt oder den Tod. Oder dann gäbe es irgendwie gar keinen Abstand zwischen
mir und mir. Einmal mir als tot und einmal mir als lebendig. Als ob ich mein Leben lang immer so ein Hintergrundexistenz mit mir rumschleppen würde. Es ist wie so ein so was Rundes, wie so ein Panzer. Aber das begleitet mich eigentlich durch mein ganzes Leben. Safranski fragt jetzt, was könnte das Geheimnis sein? Das ist dann so irgendwie der letzte Funken Leben oder sowas ähnlich. Oder das letzte Geheimnis, was man noch so haben kann. Erinnert man sich der Vorrede, liegt die Vermutung nahe, dass sich das Geheimnis in jenem Zentrum befinden muss, von dem die exzentrische Bahn unserer gewöhnlichen Lebensverläufe wegführt. Ich war schon auf dem falschen Weg, aber dann diese Sportkarriere. Das war irgendwie noch so ein Privileg, komischerweise. Da in dem Zimmer für Theorie laberte dein Vater uns voll vom inneren Schweinehund und dass der ausgerottet werden soll. Später, du saßt ganz blau in der Ecke, trieb er dich mit einem Wasserstrahl. Erbarmungslos ins Becken, dass es jedem kalt war, der das sah. Du bist dann ein Schwimmer geworden, denn im Wasser war's noch besser als an Land. Da stand ja dein wahnsinniger Vater mit der Stoppuhr in der Hand. Dein Vater hat's geschafft, jetzt ist er ausgerottet. Dein innerer Schweinehund und liegt auf dem Sinn. Aber das hat mich auf eine völlig falsche Bahn gelockt. Da bin ich vollends abgedriftet. Und dann sehe ich manchmal heute so Menschen, die sind im Leben geblieben und du nicht. Um irgendwann auf Umwegen vielleicht wieder darauf zu treffen. Dieses Zentrum, schreibt Safranski weiter, ist in der Vorrede zum Hyperion durch den Ausdruck Zusammenstimmen definiert. Das ist also auch so eine weitere wichtige Vokabel bei Hyperion. Also nicht nur Übereinstimmung, sondern auch Zusammenstimmung. Und in dieser Zusammenstimmung oder Übereinstimmung liegt die Einheit von mir selbst, mit mir selbst. Also die Unterwindung der Spaltung. Ich hatte damals, als es darum ging, auf welchem Weg ich gehe, noch Interesse an Philosophie. Ich ließ mich von meinem Verstand leiten und, es war meine Wahrheit, das war auch richtig so. Es musste alles logisch stimmen. Ich beschäftigte mich damals mit der Geist-Körper-Problematik. Was mich an Wilhelm Reich faszinierte, war seine Theorie der funktionalen Identität von Körperlichem und Geistigem. Die Theorie des energetischen Funktionalismus. Dort wurde nur das gesehen und nur danach gefragt, was den Antrieb zu was auch immer gab. Dieser Antrieb war identisch mit dem Willen des Subjektes. Er war der Antrieb, der objektive Aspekt dessen, was sich im Subjekt als Wille, als Bedürfnis, als Wunsch manifestiert. Dieser Antrieb stand in direkter Verbindung mit der Zufriedenheit und der Ausgeglichenheit des Subjektes. In diesem Antrieb und in seiner möglichst vollständigen Ausführung, dem Gehenlassen, in der ungebremsten Ausstrahlung lag das, was Homöostase genannt wird von den Physiologen.
Der Moment, wo alles restlos ausgeglichen ist und einen Zustand der kurzzeitigen Leere, der totalen Gelassenheit und der Zufriedenheit gefunden wird. Warum der objektive Aspekt dessen, was sich im Subjekt als Wille, als Bedürfnis, als Wunsch manifestiert, so wichtig sein soll, ja, wozu der überhaupt eine Rolle spielen soll, diese Frage stellte sich mir damals noch nicht. Dieser Antrieb herrschte bei Wilhelm Reich in sämtlichen Phänomenen der Natur und natürlich manifestierte er sich bei Menschen auch. Als Gefühl. Er wurde vom Menschen als Gefühl wahrgenommen. Alles, auch die menschliche Person, verstand sich als etwas innerlich Bewegtes, Getriebenes. Und man muss nur dieses Bewegende bejahen. In Wilhelm Reichs energetischem Funktionalismus gab es schon keine Dialektik mehr, die ja bei Marx noch eine riesige Rolle spielte. Marx stellte die Hegelsche Dialektik noch heraus und hob sie bis in die Bezeichnung seines philosophischen Systems hinein noch hervor. Marx hatte weder die Körper-Geist noch die Subjekt-Objekt-Problematik gelöst. Das Subjekt sah sich in der Geschichte, also als Objekt. Man kann das auch nicht innerhalb der Philosophie lösen. Reich hatte mit seinem energetischen Funktionalismus den Schritt zur Unterwindung der Dialektik getan, jedoch noch nicht zur Auflösung der Philosophie, wie es Max Stirner 100 Jahre vor ihm getan hatte. In gleichem Maße, wie Reich seine eigene Traumata nicht verschmerzt hatte, im gleichen Maße blieb er Philosoph. Reich blieb immer bei aller faszinierenden Ganzheitlichkeit und bei aller Rückführung sowohl des Körperlichen als auch des Geistigen auf die Energie, als deren gemeinsamen Nenner bei der Begrifflichkeit von Körper und Geist. Wenn man sich mit der Körper-Geist-Frage beschäftigte, blieb in Reichs Theorie immer irgendwie etwas Unbefriedigendes. Etwas fehlte. Es musste auf etwas anderes hinauslaufen. Es musste irgendeinen Ausgang haben. Die Theorie von der funktionalen Identität von Körper und Geist befriedigte nicht wirklich. Eines Tages, mein Interesse war immer noch vordergründig philosophisch, bekam ich das Buch »Der Urschrei« von Arthur Janov in die Hände. Eine Freundin von mir hatte im Gegensatz zu mir weniger an Philosophie, sondern eher an Psychologie Interesse. Die psychologischen und psychotherapeutischen Theorien von Reich und Janov ähnelten sich, sodass sie mir, sie wusste, dass ich Reichianer war, dringend das Buch Janovs empfahl. Obwohl es in Janovs Buch an keiner Stelle um philosophische Fragen ging, geschah nun etwas sehr Sonderbares. Nämlich dieser Weg, von dem ich oft gesprochen habe, von der Philosophie in die Nicht-Philosophie, der geht über die Psychologie. Das heißt, die Psychologen und Psychotherapeuten haben den Staffelstab später im ausgehenden 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert übernommen von den Philosophen und von den Poeten. Geschah nun etwas sehr Sonderbares. Meine Art des Denkens, nämlich jenes Denken, das nach dem Antrieb, nach dem Grund des Seins und danach fragte, was es mit dieser seltsamen Aufspaltung dieses Seins in körperliche und geistige Manifestationen und in Objekte und Subjekte auf sich hatte, änderte sich nun schlagartig und verschwand. Und zwar über Nacht mit einem Male. Dass Körper und Geist funktional identisch seien, interessierte mich plötzlich nicht mehr. Das war der eben genannte Ausgang.
Erstens interessierte mich das Sein und die Natur nicht mehr, auch wenn ich mich bis dahin höchst persönlich als seiend, als Teil des Seins und Teil der Natur gesehen hatte und es angeblich zwischen mir und der Natur keinen Unterschied mehr gäbe, in Klammern, ich und die Natur waren nach Reich sowohl verschieden als auch gleich. Und zweitens hörte das philosophische Problem von Körper und Geist, auch wenn es in einer brillanten Theorie von funktionaler Identität philosophisch gelöst war, ganz und gar auf zu existieren. Indem diese beiden Vokabeln einfach aus meinem Wortschatz verschwanden und erst später in einem ganz banalen und unspektakulär unphilosophischen Sinne wieder auftauchten. Nun gab es also nach der Lektüre des Urschreis mit einem Male so etwas wie Körper und Geist nicht mehr, sondern nur noch Person und Ich. Was bei Reich die Energie war, in die sich die Geist-Körper-Dualität aufgelöst hatte, das war bei Janov die Person, das Ich. Er sprach einfach nicht mehr von Körper und Geist, jedenfalls wenig. Das theoretische oder gar philosophische spielte so gut wie keine Rolle bei ihm. Das Interesse hatte sich verlagert. Was oder wer zum Beispiel friert oder hat Hunger? Mein Körper? Mein Geist? Unsinn! Ich friere. Ich habe Hunger. Das Ich war nun zu einem Sinnesorgan geworden, zum wichtigsten der Sinnesorgane. Der Existenzsinn. Oder Ich-Sinn, das Gespür für sie selbst und ihre Wahrheit, ich sieze sie jetzt mal, war der tiefste Sinn, viel tiefer als Schmecken, Sehen oder Riechen. Im Ich liefen alle Sinne zusammen. Für einen Philosophen geben Janovs Bücher nichts her. Sie bleiben mit ihrem dialektischen Physio-Psychismus und ihrem psychophysischen Parallelismus weit hinter der Reichschen Theorie zurück. Trotzdem war der Urschrei komischerweise für mich zunächst ein philosophisches oder, um es mit Bernd A. Lasker zu sagen, ein paraphilosophisches Buch oder modischer ausgedrückt ein postphilosophisches Buch. Denn schlagartig war für mich die Philosophie beendet, hatte ich kein Interesse mehr an Philosophischem. Alle Philosophie, und sei sie noch so ganzheitlich, alles erfassend, synthetisierend, die Gegensätze vereinend und so weiter, hatte sich aufgelöst. Es ging nicht mehr darum, irgendetwas so vollständig wie möglich zu bezeichnen, zu beschreiben, zu denken, das Einige unter den Gegensätzen zu wissen und so weiter. Alle philosophischen Fragen hatten ihre Beantwortung gefunden. Im Ich, in der Person. Im Ich liefen Körper und Geist zusammen. Das, der Ich-Sinn. Das Ich-Erleben, der existenzielle Sinn, war die Grundlage, der gemeinsame Nenner von Körper und Geist, nicht die Energie. Und damit ist jede weitere philosophische Diskussion beendet. Es hatte sich ausphilosophiert. Denn nun war ja klar, wer dieses Ich, diese Person nur sein könne, natürlich ich selber oder ich selbst. Welchen Sinn sollte es machen, von einem Ich zu sprechen, wo ich doch selber solch ein Ich war? Es hatte sich also auch, und jetzt kommen wir auf Subjekt-Objekt zurück, es hatte sich also auch das Subjekt-Objekt-Problem in Luft aufgelöst. Ich hörte auf, das Ich substantivisch zu gebrauchen, beziehungsweise schrieb das Ich nur noch klein,
beziehungsweise sprach nun nicht mehr von ihm in der dritten Person, sondern fortan nur noch in der ersten Person Singular, von mir selbst. Einige Jahre später, als ich schon jedes philosophische Interesse verloren hatte, erfuhr ich, dass ein anderer Reichianer, also ein anderer Wilhelm Reich, Schüler und Anhänger, eine ähnliche Entwicklung durchgemacht hatte, Bernd A. Lasker, den ich gerade schon erwähnt hatte. Durch Lasker lernte ich Max Stirner kennen, der schon im 19. Jahrhundert exakt die gleiche Entwicklung, beziehungsweise als Philosoph, die gleiche Abwicklung genommen bzw. durchgemacht hatte. Diese End- und Abwicklung ist in Stirners Buch Der Einzige und sein Eigentum nachzulesen. Hegel und Stirner gelten beide als Beender der Philosophie. Hegel im Sinne ihrer Vervollkommnung, im Sinne einer vollständigen Darstellung und Systematisierung aller Phänomene, Stirner hingegen im Sinne ihres wirklichen Endes. Ein Zitat Stirner: Ein Ruck tut mir die Dienste des sorglichsten Denkens. Ein Recken der Glieder schüttelt die Qual der Gedanken ab. Ein Aufspringen schleudert den Alp der religiösen Welt von der Brust und der philosophischen, sage ich dazu jetzt. Ein aufjauchzendes Juchhe wirft jahrelange Lasten ab. Und nicht etwa philosophisches Denken. Aber die ungeheure Bedeutung des gedankenlosen Jauchzens konnte in der langen Nacht des Denkens und Glaubens nicht erkannt werden. Na, das war ja gerade das Malheur. Darauf sind die Philosophen nicht gekommen. Darauf ist aber Stirner gekommen. Bernd A. Lasker hatte bis 1982 die Zeitschrift Wilhelm Reich Blätter herausgegeben, deren Abonnent ich war. Es war überhaupt kein Zufall, dass es in der allerletzten Ausgabe dieser Zeitschrift, Heft 3, 1982, um Arthur Janov ging. Der Reichianismus hatte sein Ende gefunden und der beendete Reichianismus wies zu Janov. Janov oder Stirner, das blieb sich gleich. Stirner war für Lasker das, was für mich Janov war. Als ich Stirner las, waren mir dessen Gedanken nicht mehr neu. Ich nahm nur noch unspektakulär zur Kenntnis, dass es einem anderen, nämlich Max Stirner, schon im 19. Jahrhundert so ergangen war wie mir.